Schloss. Das Ganze ist gut für den Bett seines Lebens. Menschliche Denken beruht auf drei Fundamenten. Der Haut, dem Großhirn und der sexuellen Vereinigung. Analog zu den drei Varianten der Oberfläche, der Hülle, der Haube, Ausstülpung und der Tasche. Das Ich ist voll mein Körperliches. Es ist nicht nur ein Oberflächenwesen, sondern selbst Projektion einer Oberfläche. Das Haupt-Ich ist das originäre Pergament, das wie ein Palimpsest die durchgestrichenen, weggekratzten und dann überschriebenen Entwürfe einer ursprünglichen präverbalen Schrift aus Hautspuren und serviert. Die Materie stellt also eine unendlich poröse, schwammige oder ausgehöhlte Textur ohne leeren Raum dar, immer wieder eine Höhlung in der Höhlung. Jeder noch so kleine Körper enthält eine Welt, insofern er von unregelmäßigen Gängen durchlöchert ist, umgeben und durchdrungen von immer feineren Füßen. Und wenn Perzipieren entfalten ist, dann hörst
konzipiere ich immer zu durchfalten. Jede Perzeption ist halluzinatorisch. Ich sehe die Falte der Dinge durch den Staub hindurch, den sie aufwirft und von dem ich die Falte absetze. Die Falten in der Seele ähneln den Faltungen der Materie und dadurch leiten sie. Die Welt ist also zweimal gefaltet. In den Seelen, die aktualisieren, und nochmals gefaltet in den Körpern, die sie realisieren. Neue Weisen zu fallen und neue Hüllen. Wir bleiben aber Leibnizianer, weil es immer zu darum geht, zu falten, zu entfalten, wieder zu falten. Das Außen ist keine erstarrte Grenze, sondern eine bewegliche Materie, belegt von peristaltischen Bewegungen, von Falten und Faltungen, der Innenbewegung. Nicht etwas anderes als das Außen, sondern genau das Innen des Außen. Die allgemeinste Formel der Beziehung zu sich lautet, dass sich durch sich affizieren oder ungefaltete Kraft. Denken heißt Fallen. Das Außen in ein hochextensives Innen verdoppeln. Wenn das Innen sich durch das Falten des Außen bildet, dann besteht zwischen Innen eine topologische Beziehung. Der Bezug zu sich ist homolog. Der Bezug zum Außen. Was ist Gott denn anderes als die universelle Erklärung, die höchste Entfaltung? Der operative Mechanismus bestünde weder in einer Faltung noch in einer Entfaltung, sondern in so etwas wie einer Überfaltung, die sich zu erkennen gibt in den Ketten des genetischen Codes, in den Potenzialitäten des Siliziums, in den Maschinen der Tierart. Ebenso wie in den Kulturen des Satzes, etc., etc., etc. Wenn die Sprache nur noch in einer beständigen Wiederkehr sich auf sich selbst zurückkommt.
unsichtbare Gebiete, in denen es sich leben lässt, festzuhalten. Es ist die Haut, die berührt, gleichzeitig die Haut, die berührt wird. Nach diesem Modell der reflexiven Berührung bilden sich weitere reflexive Empfindungen. Seine eigenen Laut hören, seinen eigenen Geruch riechen, dieselbe im Spiel zu betrachten, bis hin zum reflexiven Denken. Die Haut wird libidinös, narzisstisch und sexuell besetzt. Sie ist der Ort des Wohlbefindens und des Unbefangens. Sie verschafft uns gleich viel Schmerzen, Lust, Nacktheit, entspricht unserer Schutzlosigkeit, allerdings auch unserer sexuellen Erregbarkeit. Die Berührung wird zur Botschaft. Le massage devient un message. Das menschliche Denken beruht auf drei Fundamenten: der Haut, der Großhirn und der sexuellen Vereinigung. Analog zu den drei Varianten der Oberfläche, der Hülle, der Haube, Ausstülpung und der Tasche.